Wir pushen heute in einem einzigen Video von 0 auf die 1000 Trophäen. Viele wollten endlich wieder, dass ich einen Rang 30er pushe und heute ist es soweit. Und ob wir das Ganze schaffen, werdet ihr den Highlights sehen. Es wird sehr lange und sehr anstrengend werden und vor allem schwierig. Viel Spaß! Und zwar haben wir tatsächlich den neuen Brawler Charlie. Auf geht's. Wir kriegen die instant damit Power Level 11. Also Power 1 haben wir folgende Stats. Wir haben 3300 Leben und 800 Schaden. Und wir gehen jetzt einmal direkt auf Power Level 11 hoch. Das bekommen wir alles. Okay, auf geht's. 149 Gems. Wir kaufen einmal das fette Paket. Da sehen wir... Oh mein Gott, sieht das geil aus. Da sehen wir es einmal auf einen Schlag, nämlich wie sich die Stats verändern. Das Leben verdoppelt sich. Schaden verdoppelt sich. Und Ulti verdoppelt sich auch. Erste Runde. Wir haben den Hypercharge. Ich denke, wir werden es eh schlecht nutzen können. Wie viel Schaden macht die eigentlich? Oh mein Gott, das ist insane. Also ich glaube, jeden Distanz-Brawler können wir eigentlich ziemlich easy im Nahkampf killen. Das sieht man jetzt schon mal direkt. Wir haben direkt den Kokon auch aufgeladen. Der ist vor allem gegen Tanks sehr krass. So, ich würde es da gerne den Hypercharge zeigen. So. Ich laufe einfach voll rein. Jetzt, zack. Und jetzt kommen diese drei Spinnen raus. Und diese Spinnen sind das krasseste, was es jemals im Spiel gegeben hat an Gadgets. Die haben so 6600 Leben zusammen, machen so viel Schaden, können so viel tanken, sind zu dritt. Es ist komplette Rasur. So, jetzt hier einfach reinlaufen. Ohne Witz, Charlie ist aus meiner Sicht, nachdem ich getestet habe, der stärkste Brawler im Spiel. Vor allem wegen dem Gadget. So, zack. So krass, ne? Oh, da ist jemand. Da war... Der ist gestorben irgendwie, hä? Ich bin echt so lost, egal. Wir haben jetzt noch eine Spinne übrig. Der schaut jetzt den Schaden an. Ist das krank. Ich liebe es. Ist es nicht unbedingt der krasseste Showdown-Brawler? Wobei, ich glaube, sie sind alle Modi stark. Das ist wieder an. Das ist so gut. Wer ist der letzte Gegner? Wir haben keine Spinnen mehr, aber egal. Wir haben 12 Cubes. Wo ist ein Nani? Ey, wir werden von Rain... Wir werden echt ganz schön mies gekontert sogar von dem Brawler. Oh mein Gott. Boah, es war knapp. Ey, auf Range sind wir gar nicht mal so gut, ne? Trotzdem wieder sehr geil, 140 Trophäen. Okay, entscheidende Runde für 300 Trophäen jetzt. Auf geht's. Jetzt müssen wir gewinnen. Ja, der Hank nervt ein bisschen, macht halt auch Flächenschaden, hat auch viel Leben. Ja, aber ist krass, ne? Penny ist auch nicht geil eigentlich für die Spinnen. Aber ansonsten ist krass. So, Spinnen rein. Zack, weg. Das ist halt krass. Sobald wir die Ult einmal gedrückt haben, können wir den Brawler einfach ignorieren. 300 Trophäen. Lass mal hier drauf gehen. So. Schön die Kiste erstmal holen. Spike jetzt hier, interessant. Ist halt krass, wie viel Damage wir machen, ne? So. Und Byron jetzt... Wieso geht er jetzt auf mich? Egal, holen wir uns einfach jetzt 1 gegen 1, easy. Sein Fehler, ganz ehrlich, sein Fehler. So, klar, zwei Gadgets sind jetzt schon raus, aber wir haben noch zwei weitere. Und wir kriegen jetzt 4 Kisten, so wie es aussieht. Das ist halt das Krasse. Die kriegen wir auch sehr schnell jetzt hier. Ja. Jetzt die Frage halt, ne? Wir müssen es eigentlich hier rein... Müssen halt die Spinnen leider vor müssen die Spinnen vorschicken, auf jeden Fall. Oh, die fighten da noch? No way. Ist jetzt übel entspannt, besser geht's ja nicht. So, weg mit dem bitte. Das uns endlich nervt. Spinnen nochmal gesetzt. Ja, ist halt krass, ne? Das ist halt so OP, es ist unfassbar. Der läuft uns da noch rein, so halb, okay, jetzt nicht mehr. Jetzt war lost. Wahnsinn. Es ist so OP, wirklich. Es ist so unnormal OP. Ich würde gerade sagen, da muss da eigentlich fast sein, oder? Schade, war ein Versuch wert. Ist da oben? Ein Leon. Okay. 14 Cubes sehe ich jetzt gerade erst. Da ist er. Das war nur der Schatten, ach so. Ey, oh! Trotzdem Platz 1. Charlie. Einfach nur OP. 5 Trophäen erreicht. Auf geht's. So, zack, 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 zack. Genau, erster Kill. Erster Cube. Genau so halt schon mal. So, jetzt müssen wir halt schauen. Wir wissen nicht, wo unser Mate ist. Genau, da ist er. Okay. Wir lassen ihn so ein bisschen vorschicken. Und jetzt die Spinnen noch dazu, um zu trappen. Genau, sehr gut. Okay, ein Karl. Oh, der hat sich alles schon genommen. Das ist natürlich echt extrem dumm für uns jetzt. Spike dazu. Oh, Spike. Wenn wir jetzt irgendwie diesen Spike halt hitten könnten. Nice. Perfekt. Jetzt haben wir echt mal eine richtig gute Runde. So. Ja, ich gehe ein bisschen weg und lass ihr den Kill nämlich jetzt machen. Genau. Jawohl, genau so. Arsch mich. Was für ein Respawn, Junge. Hab ich die Spinnen vor Schreck noch gesetzt. War schlecht, egal. Da sind sie. Alles gut. Da kann ich eigentlich easy reinschießen. Was ist denn das? Ein Bass? Bibi und ein Bass. Okay, ganz dumm von denen. Keine Ahnung, was die vorhaben. Keine Chance. Aber das haben wir jetzt echt auch gut zusammen die Lobby aufgeräumt, muss man wirklich sagen. Das sind halt die beiden stärksten Brawler, wie gesagt, aktuell. Also ich glaube, man kann sogar echt ganz gut Duo pushen mit den beiden. Würde ich echt behaupten. So, schaut euch an. Schaut es euch an. Shelly rausgenommen. Und das ist der letzte Gegner. Das ist insane. Das ist so. Ich habe einen Daumen nach oben in der Rose.
Was ein Brawler. 6-0, 3-0 hier die Runde. 751. Und die Mastery nochmal geschafft. Okay, entscheidendes Spiel für 800 Trophäen. Also, Cordelius, Gray und Spike sind drei gute Brawler. Gerade eben waren die Gegner ein bisschen mehr lost. Jetzt wird es natürlich interessant. Gray direkt hier auf meiner Lane. Ich versuche schon mal relativ offensiv zu spielen. Ich nutze direkt die Spinnen, um auch hier zu tracken, wo die. Hallo oben, hallo oben. Alle rechts. Ja, ja, ich sehe. Wir können jetzt schon mal gut zurückdrängen. Ich hau jetzt direkt ohne Witz die nächsten Spinnen rein. Das ist gar nicht mehr so dumm. Cordelius ist slow. Cordelius ist sehr, sehr low. Ja. Sehr gut. Ja, die sind jetzt mies zurückgedrängt. Junge, die Spinnen sind auch einfach viel zu broken. Diese Spinnen sind so krass, wirklich. Oh. Alles gut. Die Spinnen machen jetzt einen guten Job. Shit. Ein Fehler. Oh. Okay, ein Gadget noch übrig, wenn wir jetzt gewinnen. Dann haben wir die 800 Trophäen schon mal erreicht. Wir sind eine Trophäe davor. Ich hau mal diesmal die Spinnen nicht ganz so offensiv raus wie gerade eben. Hab ein bisschen arg gewastet, wenn ich ehrlich bin. Sehr schön. Cordelius getroffen. Cordelius aufgedeckt hier. Okay, ist done. Schön. Ich kann mir Spike holen. Nice. Jetzt habe ich auch die Ult, das war's. Aufpassen. Oh, Leute, ich bleib bei dir. Ab hin. Nice. Let's go. 800 Trophäen erreicht. Schöne Runde. Da sehen wir es nochmal. 807. Ja, die sind schon jetzt eingeengt, ja. Die schon jetzt gehüpft, ne? Schön. Passen. Nice. Vor allem jetzt auch direkt die Ult. Das können eigentlich gar nichts mehr machen. Das kann ich eigentlich voll offensiv gehen mit Spinnen und allem. Was? Oh. Wir gehen stark. Ist gut. Ich komm. Ja, hol dir. Schön. Nice. Ja, jetzt ist ewig früh. Wusst ihr? Oder? Okay, ist das einfach, ich komme. Was Spinnen. Das ist eigentlich over. Diese Spinnen. Hä, sind alle bei euch? Cold ist bei mir. Das ist klar, ne? Okay, Penny ist da. Cold, Brock ist auch, die sind beide links oben im Bushes. Der Nita einfach. echt der Nita? Das ist der mein Nita, Club. Achso, ne, da heißt Hashtag der Nita, der ist mein Club. Ah, Junge, Brock ist meine. Ich kann ja gegen Brock dieses Gadget nicht setzen, das ist das Problem. Ich geh mal rüber. Aufpassen, die Penny-Dinger sind natürlich jetzt eklig. Ich hab daneben, schade. Ey, was macht der Colt denn? Was? Schön. Ja, easy. Schön, let's go. Ah, Jali auch zu OP. Okay, 20 Minuten vorbei. Wir stehen bei 835, schon krank. Nochmal als Erklärung. Wir kriegen jetzt plus 7 Trophäen nur noch, dafür minus 9. Und ab 900 Trophäen kriegen wir nur noch plus 6 und dafür minus 10. Da wird's heftig. Also aufpassen. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir schon mal auf 850. Aber die Kombi ist eigentlich perfekt für mich geeignet. Wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen zusammenbleiben. Oh, let's go. Oh. Hä, wieso ist die Ult? Was ist passiert? Alles gut. Ist hier daneben? Hä, ich hab doch Rauterhemd, bin ich dumm? Nice, Ulte. Ja, ich mach einfach. Let's go, Ulte, jetzt kann er nicht hier. Richtig. Stark. Nice, sehr schön. Ey, das war sehr stark gegen links. Sprout ist. Oh, beide so low. Oh, was? Ich hab ihn getroffen. Ich hab halt wirklich das falsche Geld, das ist Schuss. Also gegen die jetzt gerade. Ja, klar. Ein bisschen schlecht. Junge, ich kann halt nichts machen, ich kann gegen Sprout nicht rankommen, ich kann auch gegen die Distanzkämpfer. Sprout ist dead. Schön gemacht. Schlechte Ult im Kopf. Nice, ich krieg's auch die Ult fast. Ich hab keine Ult. Okay. Nice, sehr gut. Ich hab den Brock. Oh nein, bitte. Ich hab ihn nicht. Oh, ist halt so eklig low. Für mich, weil auch der Sprout kommt. Schlechte Ult von Brock, ich lebe noch. Stark. Nice, der Brock. Ult nach unten. Ja. Let's go. Ah, sehr gut. Sehr gut, let's go. Habt ihr, nice. Normalerweise ja. Einfach. Nice, sehr schön. Oh, jawohl, immer so wichtig, Ult. Ja. Nicht zu hart reingehen, nicht zu hart. Ja, ich heal. Nutze den Heal halt aus und pump sie meine Ult hier. Immer gerade versucht, da wo der denn sein Gadget used, einfach zu hitten. In diesem Moment. Macht er nicht mal, keine Ahnung. Hä? Aber da schöne Runde. Oh, das war so ein gutes Comeback von uns, Jack. Nice. Okay, jetzt aber 900 Trophäen, komm. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir es. Das erste Geld schon. Macht das nicht gut. Hä? Was macht der da, hä? Wollt ihr Ult oder nice. So? Wollt ihr reinlaufen mit Ult? 100%. Ja, nice. Ich würde sagen, ich. Boah, ich hätte. Ich meine, Ult wäre noch keine richtig. Ich rede den lieber nicht. Ja, egal. Ich mach Gadget und drück dann. Ich mach so. Ja, so. So ist gut. Nice. Was? Hab meine Ulti gefeedet. Bekommen. Ich halte ihn unten, dass er nicht nach oben kann. Okay, ist dead. Ja, wir kriegen ihn, easy. Ist einfach da die ganze Zeit. Hab ihn. Nice! Schön. Charlie wieder OP. Let's go! 900 Trophäen. Ja! Das ist aber hart, ne? Okay,
Okay, Jackie. Lol, YDE ist der echte? Glaub schon. Boah, cool, ich kenne den. Hallo, YDE. Du hast mich? YDE kommt aus Dänemark, müsst ihr wissen. Wir lernen die auch Deutsch. Jetzt macht die Healing-Ding da hin. Das ist natürlich gar nicht geil. Ups, hier. Nice, sehr schön. HP. Wir müssen in der Zone bleiben. Nice, let's go, sie hat gegadgetet. Ich hier das aber die ganze Zeit durch. Ah, oh, ja, ich bin. Oh, ich hab ihn. Nein. Ah, shit. Echt knapp, aber. Schade. Ja, egal, gegen YDE ist okay. Ja, YDE aus Star spielen mit 10-4. Das war eigentlich der echte YDE. Ich hab gleich Hypercharge. Und ich hab auch was. Hab Gray? Ist sehr gut jetzt. Ich hab Ult mit Hypercharge. Ich hab Jackie. Ist auch, der kommt gleich wieder. Nice, sehr gut. Oh mein Gott. Nice, sehr gut. Let's go. Das ist jetzt richtig gut. Ja, ich hab immer noch Hypercharge und Glass Ult. Ja, okay, das wollen wir. Oh, der Gray ist reingelaufen. Let's go. Hab Ult. Ey, aber dieser Chuck wirklich ist so ekelhaft. Die müssen abgecarried. Keine Ahnung wie. Nice, sehr gut. Jonas. Das war irgendwie, die sind alle reingelaufen, mich. Ach, also, das war jetzt wirklich irgendwie gerade krass mit Charlie. Keine Ahnung, warum die so OP war. Einfach Gray, glaube ich. Aber Dog kann eigentlich nicht so viel machen. Ah, ich hab vergessen, dass sie da rauskommen. Nice. Ja, du holst beide, oder? Ja, ich hab die Ults noch auf die draufgeworfen, vielleicht ein bisschen lustiger. Und ich vergesse immer, dass die rauskommen. Scheiße, mein Fehler. Hab ihn. Ja. Oh, jetzt haben wir gut Control, Also, die kommen jetzt wieder direkt rein. Das ist halt so fett los, gell? Die laufen halt wirklich noch rein. Aber das kann ja noch kommen. Jetzt wieder direkt rein. Das kann aber diesmal noch. Nice. Ich hab Ult. Let's go. Ist wichtig. Ey, es war so wichtig, dass wir gegen die gewonnen haben. Gar kein Bock, irgendwie zu verlieren. Oh. Das Starspieler immer. Erstes Mal, glaube ich, heute. Okay, auf geht's. Entscheidende Runde für 950 Trophäen. Jetzt wird's gerade ziemlich hart. Wir müssen jetzt unbedingt gewinnen. 2 Stunden 40 sind wir jetzt drin. Auf geht's. Piper Mortis, Junge. Oh je. Pass auf, Mortis vor allem, ne? Gib mir Sicht. Nice, stark. Wichtig. Okay, ich guck mal das erste Gadget auf safe. Ich weiß nicht, wo der ist. Das ist ja irgendwo schon drin. Piper ist slow. Okay, der ist da oben. Seht ihn jetzt? Oh, ich komm. Ja, geht. Och, daneben. Ja, ich hab wieder einen Hit. Der hat noch nicht safe. Nice. Okay. Okay, ein Kill für 950. Ein Kill für Rang 29. Auf geht's. Ich hab die Ulti. Ich bleib ein bisschen bei dir. Ein Kill oder eine Runde? Eine Runde halt. Schade. Okay. Ich komme. Ab Mortis. Nice. Das ist es. Ja. Let's go. Da ist er drin. Boah, jetzt, okay, die letzten 50 Trophäen. Es ist echt hart. Aber wir schaffen das. Da ist es. Jetzt hat man es gar nicht gesehen. Jetzt hat man es nicht gesehen, die Animation, weil wir zu schnell ins Game sind. Perfekt. Hab's schon direkt Ult. Stunt. Okay, jetzt haben wir aber eine bessere Kombo. Jetzt die Busche nicht sagen. Ich hab ihn gegadgetet. Ich hab wieder Ult. Gleich. Oh, ich hab ihn durchs Gadget getroffen. Das wusste ich gar nicht, dass es geht. Nice, sehr gut. Digga, wer hab ich denn? Oh, ich hab den Logo. Nein, bitte, sterben. Double Kill. Aber warte, dann muss ich kommen. Ich hab mein Gold. Gott, alles ist so okay. Ich hab den Stunt. Okay. Schöne Runde. Lieber weg ist schön. Ja. Oh, 6-0 die Runde, ist mir gar nicht aufgefallen. 972, wenn wir jetzt gewinnen. Komm, die letzten Games. Ich hab Maze schon mal getroffen direkt. Ich werd schon mal gut zurückgedrängt hier. Ich muss jetzt schon hinten reingehen und healen. Kann ich die Spinnen bringen? Wieder getroffen. Sehr geil. Jetzt kann ich versuchen zu helfen. Wieder getroffen. Ich habe jeden fast getroffen bisher. Hä? Und die haben keinen Prozent haben die geholt bisher. Die sind auch noch hoch, ne? Weil das ist Instant Game. Ist gut. Die sind ehrlich hoch. Geh mal einfach da rein, oder? Ja. Oder ich gehe.
Jetzt sind wir beide drin. Ja. Sicher sind das, egal. Wir haben es, geben auf. Einfach eine 100 zu 0 Rolle. Perfekt. Okay, wir haben noch 28 Trophäen jetzt, komm. Nice, ja, bis 9. Schau mal, wie hoch waren die? 1200. Oha, ja, oha. Wir haben die bei 1-2 jetzt einfach losgedrückt, krass. Und damit sind wir jetzt in den letzten 5 Spielen für 1000 Trophäen. Wie ihr seht, kommentiere ich das Ganze jetzt im Nachhinein, denn ich musste mich so konzentrieren, dass ich einfach mal spielen kann und konnte deswegen eben nicht kommentieren. Unsere Gegner sind Tick, Otis und Charlie. Charlie erzählt natürlich auch interessant, auch hier im 1 gegen 1. Ich treffe schon mal ganz gut. Gib hier einen weiteren Hit direkt schon mal. Nur beim Tick muss ich halt extrem aufpassen. Also ihr seht, da komme ich halt gar nicht ran. Muss erstmal healen und es wird hart werden. Es wird hart werden. Ich werde wieder getroffen, aber ich habe so ein bisschen jetzt wenigstens die Kontrolle hier auf der rechten Seite. Und ja, die andere Charlie trifft mich nicht. Ich treffe sie aber auch nicht. Perfekt. Rex ist hier auf der linken Seite mit Piper und er macht das Gadget und trifft Otis. Und damit sind wir jetzt in Überzahl. Ich kann gleichzeitig die Ulti schnell blocken, indem ich mein Gadget einsetze von Tick. Und jetzt heißt es nur noch irgendwie das Ganze gewinnen. Der nächste Kopf von Tick kommt jetzt hier rein. Und das war hier einfach mal, so wie es aussieht, der entscheidende Kill. Ja, und danach ist halt immer einfach im Knockout hier in Überzahl. Jetzt. Wenn wir jetzt diese Runde gewinnen, dann brauchen wir nur noch 4 Siege. Das sind die letzten 5 Runden, die wir haben. Wollten wir auch so bei 980 Trophäen sein? Wir kriegen ja pro Sieg. Wieder der Kill. Da ist wieder der Kill. Wir kriegen pro Sieg einfach plus 6 Trophäen. Bei der Niederlage minus 10. 4-Rex wieder absolut krass am Start. Ich block hier wunderbar den Otis. Hab meine Ult extra aufgehoben, genau dafür. Und damit ist die Runde vorbei. Starke Runde vor allem hier. Muss ich nochmal sagen, von 4-Rex. Und ansonsten auch fehlerlos von uns allen gespielt eigentlich. So, da sehen wir es. 981 Trophäen. Da haben wir es ganz kurz gesehen. Weiter geht's. Die nächste Runde. 4 Siege brauchen wir noch. Wir sehen einen Gray, eine Belle und einen Brock. Sie haben keinen Werfer. Jetzt auch keinen Brawler, der irgendwie offensiver gehen kann. Wie zum Beispiel ein Fang oder ein Mortis oder ein Buster, der auch sehr oft dabei war. Also die Kombi ist schon mal relativ gut für uns. So. Wieder hier auf meiner Lane bin ich diesmal gegen eine Belle. Belle schwierig für mich. Die ist natürlich ein bisschen besser auf Distanz als eine Charlie, würde ich sagen. Und die, die Schüsse können auch abbouncen von meinen Spinnen, deswegen kann ich die Spinnen auch nicht ganz so leicht einsetzen. Aber ihr seht, wir haben eigentlich ganz gut die Kontrolle. Hinten die Piper wurde rangezogen. Ich habe einen Hit auf die Belle, allerdings sie hat mich auch einmal getroffen. Nochmal getroffen, hier muss ich jetzt aufpassen, dass wir zurückgehen. Okay, ich heal erstmal kurz hoch. Meine wichtigste Aufgabe ist es übrigens einfach am Anfang, so oft es geht, einen Treffer zu landen. Oben steht Tick. War ganz knapp. Jetzt hier Angst. Kann ich verteidigen, aber er stirbt. Jetzt müssen wir irgendwie zusammenarbeiten. Wir sind jetzt in Unterzahl zusammen. Wieder 4-Rex hier mit dem Kill, auf den Gray, den ich vorher getroffen habe. Und jetzt müssen wir im Team zusammenarbeiten. Ich habe jetzt die Ulti gefarmt. Sobald die Zone enger wird, ist es gut. Die Zone ist es enger. Ich höre es so ein bisschen, wie die anderen auch hier kommentiert haben. Jetzt. Ulti getroffen. Ulti von mir getroffen. Und was ein krankes Comeback. Wir gewinnen jeweils das 1 gegen 1, auch gegen unsere Brawler 4-Rex, auch wieder sehr stark. Wichtig, 2 gegen 3 gewonnen, obwohl hier unser Mate gestorben ist. Und damit, wir müssen die Runde gewinnen und dann sind wir 3 Runden davor. Auf geht's, okay. Sehen hier im Busch. Müssen wieder unsere Position behaupten. Das Wichtige ist am Anfang. Forex stirbt. Wir sind jetzt in Unterzahl. Jetzt ist ganz schwierig, weil Tick kann eben die anderen Brawler nicht so gut weghalten. Ich jetzt im 1 gegen 2 natürlich absolut chancenlos. Aber wir haben noch eine Chance. Ich soll jetzt hier nach links gehen. Weg von Belle. Weg von Belle ist hier der Vorschlag. Meine Aufgabe ist es einfach nicht zu sterben. Weil ihr seht, Charlie hat Nachteile. Sie ist im Distanz. Es ist auch nicht optimal unbedingt für die Map, muss ich im Nachhinein sagen. Sie ist nicht optimal gegen Rock zum Beispiel oder gegen andere Distanz-Brawler, weil sie auf Distanz eben nicht so schnell und so viel Schaden raushauen kann. Und deshalb ist mein Ziel einfach, so lange es geht, zu überleben. Und dann am Ende die Gadgets und die Ulti im besten Fall auszunutzen. Ihr seht auch hier, Brock hittet mich zweimal. Keine Chance, die Schüsse sind auch einfach schneller, schwer zu dodgen. Schweres Matchup auch hier für mich. Die Spinnen kann ich auch nicht setzen wegen seinem Flächenschaden. Jetzt versuche ich hier Brock in die Ulti reinzubaiten. Und die Ulti war absolut grauenvoll. Marak macht den Kopf noch dazu. Spinne eingesetzt. Ich habe gehofft, dass wir ihn hier kriegen würden. Und ich kann damit einfach mal den Gray abfangen. Richtig wichtig. Richtig wichtig hier. Wieder schöne Zusammenarbeit. Jetzt aber die Bouncer von Belle. Ich bin ganz weit weggelaufen. Ich hab sie. Und jetzt geht's ab. Jetzt geht's richtig ab. Marak ist markiert. Aber es bleibt noch der Brock übrig. Ach, und die Ulti war nicht gewastet. Ich wollte gerade sagen, die Ulti war übel schlecht, aber damit ist es vorbei. Damit haben wir gewonnen. 987 damit, das sind die letzten 3 Games. Wenn wir zweimal jetzt gewinnen, sind wir eine Trophäe davor. Das hier sind die nächsten Gegner. Wir haben einen Mortis, einen Dynamike und einen Mandy. Mortis vor allem wichtig, dass die anderen beiden beschützen. Deswegen bleibe ich jetzt bei denen. Das seht ihr jetzt auch hier. Das heißt, ich muss es eben aufpassen, dass ich immer die beiden abschirme. Weil ein Tick kann sich halt überhaupt nicht wehren. Piper geht noch einigermaßen mit dem... Ne, ihr seht auch den falschen. Mandy ist sehr, sehr low. Die kann sich nicht dagegen wehren.
Man, ich schon mal getroffen, ganz wichtig. Da sehen wir es. Genau da sehen wir es, ist meine Aufgabe. Ich bleibe bei VX dran. Versuche jetzt hier nochmal abzuschirmen. Hab die Spinne mal auf ganz safe gesetzt. Und da sehen wir, das ist genau meine Aufgabe. Ich muss eben sie vor Mortis beschützen. Hat wunderbar funktioniert. Hab den Kill hier auch gemacht. Und damit einfach schön, war jetzt nicht krass gesniped oder so, aber natürlich einfach schön taktisch gespielt. Da haben wir es. Selbe Sache jetzt hier. Piper kann diesmal nach links laufen, weil sie schon ihre Ulti hat. Auch Marak hat den Kopf. Trotzdem muss ich auf jeden Fall beim Tick bleiben. Der ist zu anfällig gegen Mortis. Ich habe noch zwei Gadgets aufgehoben. Und da sehen wir es. So, Mortis geht jetzt hier rein. Dodged aber hier auch sehr stark. Sprich, er hat die Ulti jetzt hier rausgebaitet. Und ich habe die Ulti aufgeladen wieder. So, jetzt kann ich aggressiver gehen. Ich will jetzt aggressiver gehen. Ich habe noch zwei Gadgets. Ich habe meine Ulti. Ich weiß, jetzt kann ich Druck machen und es sorgt dafür, dass alle zurückgedrängt werden. Kill kommt raus. Forex stirbt jetzt hier. Das ist ganz kritisch. Aber Marak macht den Kill. Und ich komme hier kaum an die Gegner ran. Mit der Ulti jetzt. Ist auf ganz safe spielen. Gadget nochmal auf davor. Das ist jetzt noch ein Game sein. Und was ist es? Was ist es, Leute? So, und damit. Wir sehen es hier. Sehen wir bei 993 jetzt. Wenn wir jetzt gewinnen, 199. Aber die nächsten Gegner sind hart. Buster, Arti und 8-Bit. Ja, vor allem Buster ist halt ziemlich eklig für uns. Arti und 8-Bit sind aktuell eigentlich jetzt nicht so stark. Also die gehen. Auf geht's. Wobei Arti ist sogar relativ stark. 8-Bit ist eher ein bisschen random, muss man wirklich sagen. Also ich habe jetzt hier Arti auf meiner Seite. Muss mich jetzt hier behaupten. Hab vier Gadgets. Es wird schwierig für mich. Ihr wisst ja, allgemein ist meine Aufgabe jetzt eher... Ich muss einfach überleben. Ich muss einfach überleben. Am Ende mit den Spinnen werde ich eh besser. Jetzt hier. Eine ganz entscheidende Szene. Ich nutze die Spinnen. Und der Arti macht das unfassbar schlecht. Ich krieg ihn hier gekillt. Und ihr wisst, sobald man einmal in Vorsprung ist, einmal in Überzahl ist, in Knockout ist einfach stark. Ist so gut wie entschieden. Und genauso sieht's hier auch aus. Buster wastet hier noch ein ganz schlechtes Gadget. Für mich ist es die Aufgabe, noch meine Ulti aufzuladen. Habe ich jetzt auch geschafft. Und jetzt eben einfach mit der Ulti das Ganze ausspielen. Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir auf 999 Trophäen. Marak geht jetzt hier nach vorne. Gadget nicht einfach reinspammen. Dann Gadget schön aufheben. Gerade am Ende mit der Poison kommt, sind die unfassbar stark. Oder falls wir eine weitere Runde noch spielen müssen. Der AT kann mich wieder gut hitten leider. Und ihr müsst überlegen, der macht mit einem Hit, wenn ich markiert bin, 2000 Schaden. Und ein Jojo ist auch relativ langsam. Man kann es leider bei den Pros nicht gleich dodgen, ist mir aufgefallen. Ist sehr, sehr low. Das heißt, ich muss wirklich aufpassen. Oben ist 8-Bit low, man sieht es gerade nicht. Er versucht es. Gadget geht daneben. AT probiert es hier reinzugehen. Gut abgefangen. Die werden es gut zurückgedrängt. Ich muss es hier aufpassen, ich bin markiert. Ich will meine Spinnen jetzt auch nicht einfach so raushauen, ich will sie gut einsetzen. Er ist wieder oben low. Und jetzt ist gerade die Frage, jetzt hier die Frage. 8-Bit ist oben, ich versuche jetzt hier oben ein bisschen mitzuhelfen. Es wird jetzt schwierig, Buster hat nämlich seine Ulti. Deswegen waste ich jetzt auf gar keinen Fall auch meine Ulti. Jetzt habe ich getroffen. Schön an der Projektion von Buster vorbei, habt ihr es gesehen. Ich habe schön gewartet und jetzt ist da der Kill. Ganz, ganz wichtig, die Ulti nicht einfach rausgespammt. Wir sind wieder in Überzahl. Weg von AT, wir wissen, dass er seine Ulti hat. Das war's. Das war's einfach. Sehr, sehr schöne Runde wieder. Boah, let's go. Und? Eine Trophäe. Und damit geht es rein in das letzte Game. Das Underdog ist nicht eine Trophäe? Echt? Ein Underdog? Wir haben alle ein Fragezeichen. Ganz kurz muten, dass ihr es hören könnt. Also, wenn die ein Fragezeichen haben, bedeutet das, dass sie so weit über uns sind, dass wir plus 9 bekommen, wenn wir gewinnen. Und das ist das entscheidende Game. Wenn wir verlieren, kriegen wir kein Minus. Und damit hören wir rein. Die müssen kurz vor Rang 35 sein. Das sind absolut kranke Spieler. Auf geht's. Nein. Ich hätte ihn. Okay, oben hätte Forex ihn direkt fast bekommen. Ich hab ihn aber. Ich muss gegen die B spielen, das ist okay. Und Forex macht direkt den Kill. Forex macht direkt den Kill. Es ist so stark von ihnen. Es ist so unfassbar stark. Nein, sehr gut. Das war wirklich ihre Runde. Oder vor allem Forex natürlich in dem Fall, der wieder mit seinen Snipes hier das Ganze für uns entschieden hat. Zu holen. Und ihr müsst überlegen, die sind Rang von nur 30 fast. Das ist hier ganz wichtig. Ich hab mich vorbeigesneakt an die B. Hab noch fast meine Ulti damit aufgeladen. Und das sind nochmal wichtige Details, wenn wir das schaffen. Ach so. Ein Hit für die Ult brauche ich noch. Gegen die muss ich eigentlich gut behaupten können, gerade mit dem Gadget. Das ist sehr stark. Forex macht wieder den Kill. Junge, jetzt wo ich das auch nochmal sehe, wirklich krasses GG. Dann ist er selber auf sich immer fokussiert. Forex mit den Snipes hier, die wieder uns in Führung bringen. Und jetzt muss aufgepasst werden. Fang mit der Ulti. Das war gar nicht gut, Bro. Doch, das war nicht optimal. Forex ist so low. Schafft den Kill nicht. Und Fang hat immer noch seine Ulti. Tickkopf wird eingesetzt. Und jetzt aber trotzdem, es sieht an sich gut aus. Wenn wir jetzt souverän spielen, dann muss es was werden. Ich hab die Ulti. Ich hab das Gadget auch. Ich will sie jetzt nicht rauswasten, aber ich will auf jeden Fall sie noch aufheben. Und jetzt die Frage, Fang hat natürlich die Ulti. Ich heb meine Ulti auf, wenn Fang reingehen sollte. Fang hat immer noch Ulti, ne? Das ist mein Ziel. Warten weiter ab. Wenn wir jetzt einen Kill machen, sind wir auf 1000. Die Zone kommt. Das ist okay. Jetzt ist Gadget gleich einsetzen. Jetzt ist Gadget gleich.
Jetzt kommt das Gadget, dass die Beans nicht treffen kann. Let's go. Fang wird rausgenommen und hat Fang ausgespielt. Nice. Und dann sehen wir nochmal die Reaktion. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind noch Underdog. 1008 Trophäen, das ist insane. Okay, wir schauen erstmal ganz kurz. Boah, die waren kurz auf Rang 35, die haben mich einfach besiegt. Schaut euch die Profile an, die sind alle über 70.000. Ja, das ist übel krass. Bis auf einen. Bestenliste. Brawler, regional. Charlie. Platz 13 sogar nur. Krass, wie viele den gepusht haben. Leute, kranker Push. Danke an Frorex und Marak für die Hilfe nochmal an der Stelle. Und damit würde ich sagen, es war ein sehr langer Push. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, haut rein. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Da ist unser Abspann. Ciao.